So, hallo und herzlich willkommen zu Holger kocht und grillt. Heute machen wir was Gesundes, weil ich habe mir gedacht, muss ja nicht immer nur kochen und grillen sein, warm, man kann auch was Kaltes machen. Und deswegen machen wir uns heute mal leckeren Rohkostsalat, damit es sich so schön sagen lässt oder wie das so schön heißt. Dazu braucht man ein paar Sachen, und zwar Salz, Pfeffer, ein Fenchel, dann Porree, der ist schon gewaschen und geschnitten. Ich habe drüben eine ganze Schüssel davon. Ich habe nur ein bisschen hier drauf gelegt. Ein Apfel, eine Kohlrabi, drei Möhren, eine Zwiebel. Dann, ich nehme jetzt ein Himbeeressig, ein Haselnussöl und ein Tröpfchen Kürbiskernöl. Weil das schmeckt so schön, ich sag mal, nussig dann. Das schmeckt zwar auch schon nussig, das Haselnussöl, aber das Kürbiskernöl hat so einen gewissen Kick noch. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt, klar. Aber ich habe halt die Sachen genommen. Geschält habe ich schon die Möhren, Kohlrabi und Zwiebel, weil das brauche ich euch nicht zu zeigen. Das müsste jeder können. Na gut, dann fangen wir mal an mit der Schnibbelarbeit. Ne? Ich zeige euch noch mal hier den Lauch Porree. Wie gesagt, der ist schon gewaschen, geschnitten, weil also beim Porree, da hängt immer ein halbes Feld noch mit drin. Ich würde sagen, so ein Kilo Erde ist da drin in so einer Stange. Na gut, wir fangen mal an. Ne, wir fangen mal nicht an. Und zwar gehört natürlich auch beim Salat machen ein Getränk dabei. Aber da ich hierher noch fahren muss, bleibe ich heute mal bei alkoholfrei. Aber trotzdem, Prost zusammen. So, Schüssel steht auch schon bereit. So, da ich die Zwiebel heute in Würfel schneide, lasse ich hinten den Strunk dran. Dann fällt die nicht auseinander beim Schneiden. Wenn ihr natürlich jetzt keine Zwiebel mögt oder sagt, nee, ich stinke danach zu viel. Lass einfach weg, also einfach weglassen. Und natürlich wieder meine bekannte pinke Schüssel hier für meine Bioabfälle. Als nächstes nehmen wir uns dann die Kohlrabi. Was mache ich mit der Kohlrabi? Ja, erstmal halbieren und dann mache ich davon so dünne, ja, Platten, oder nennt sich das Scheiben. Scheiben, genau. Dünne Scheiben. Kann natürlich auch ein Stück direkt so essen, ist auch immer lecker. So, dann nehmt euch so drei Scheiben oder mehrere Scheiben. Oh, hier ist noch ein bisschen Schale dran. Zack, weg damit von der Kohlrabi. Entweder 1 cm, ja, so 8 mm bis 1 cm breite Stifte schneiden und die wiederum in circa 1 bis 1,5 cm Würfelchen. So, dann haben wir die Kohlrabi auch schon geschnitten. Dann nehmen wir uns als nächstes den Fenchel. Genau. Fenchel, da mache ich nur hier außen die braunen Blätter. Die ziehe ich einfach so ab, da er zu trocken ist oder braun, so braune Stellen hat. Dann schneide ich hier unten den Strunk so ein bisschen ab. Halbiere mir den. Mir zuerst kommen noch hier oben. Dann ist ja auch so ein bisschen trocken hier. Einen Zentimeter etwa abschneiden. Dann wird der Fenchel halbiert. Du kannst nämlich hier schön, da unten ist der Strunk mit so einem Dreieck, zack, und ist der Strunk weg. Dann viertel ich den und dann wird ganz einfach wieder hier so runtergeschnitten. So, dann nehmen wir uns den Apfel. Soll ja auch ein bisschen eine fruchtige Note haben. Der wird halbiert. Geviertelt, schneide ich hier unten das Kerngehäuse raus. Und wenn da so eine trockene Stelle oben dran ist, der Apfel war schon was älter, auch einfach wegschneiden. Und dann auch einfach wieder runterschneiden. Ja, und dann halt, wie gesagt, kleine Würfelchen oder Würfel. Das sind ja keine Würfelchen, das sind ja schon Würfel oder Scheibchen. Einfach runterschneiden und mit Schale in der Schleuderin. So, bei den Möhren, die möchte ich jetzt nicht auf Scheiben oder Würfelchen schneiden. Die reibe ich mir auf Stifte. Da habe ich mir einfach so eine Reibe hier genommen mit so einem Messer und so einem Teiler. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt hier, so ein Stifteteiler. Da werden die einfach da reingerieben. Einige muss ich vorher, schneide ich mal unten ein bisschen ab. Oben das lasse ich dran, weil da kannst du besser anpacken zum Reiben. Und das kriegen die Hunde hier, ne? So, bitteschön. Ja, zwischendurch hatte sich die Speicherkarte von der einen Kamera, von der Nahfeldkamera hier, die hier da unten,
verabschiedet. Auf einmal war die Kamera aus, Speicherkarte. Der erste ist Gott sei Dank noch drauf. Mal gucken, was ich davon verwenden kann. Deswegen muss ich mal gerade Speicherkarte wechseln, Kamera wechseln. Und jetzt geht es weiter. Also nochmal zurück zu den Möhren, die am Reiben. Eins für mich und eins für dich, ne? Der andere Hund ist nicht da, kriegt das später. Das hatte ich für euch vorhin vergessen zu sagen oder verschwiegen. Ich tue noch ein bisschen Chili-Salz mit rein, weil da hast du so eine gewisse Schärfe noch dabei. Und damit fangen wir auch an. Also Chili-Salz, aber vorsichtig. Also ich mag natürlich gerne scharf, aber tut nicht zu viel. Da das jetzt schon Salz war, beziehungsweise salzig ist, brauchen wir von dem normalen Salz nicht mehr so viel. Und natürlich Pfeffer, weil ich liebe Pfeffer. Ne? Da kann man auch ruhig reichlich rein tun. Ist ja eine große Schüssel, ein großer Kump, ein großer Kump, wie man hier in Köln oder im Rheinland sieht. So, dann was Haselnussöl. Ah, ich schätze mal, das waren so drei Esslöffel. Haben wir 4 Esslöffel draus. Also ich nehme das nie so genau mit den Mengenangaben. Jetzt würde ich sagen, Essig, ja. 1 Esslöffel, 2 Esslöffel. Ja, passt. Mit dem Kürbiskernöl, da müsst ihr also vorsichtig sein. Das ist so intensiv. Es hat auch so einen intensiven Geruch nach gerösteten Kürbiskernen. Das ist Wahnsinn. Und das färbt auch. Das ist ja ein ganz dunkles Öl, so ein halber Teelöffel müsste da schon reichen. Ja. Aber ich sehe schon beim ersten Mal rühren, das war zu wenig. Da muss auch jetzt noch Öl, Essig und so was rein. Weil da kommt ja gleich noch der Porree dazu. Den wollte ich jetzt noch nicht mit rein tun, sonst rühre ich den kaputt. Erstmal das Grobe, also nicht Grobe, sondern das harte Gemüse. Und das muss natürlich durchziehen. Klar, kann man jetzt probieren, mal ein bisschen abschmecken, aber wenn er dann morgen durchgezogen ist, kann man immer noch mal nachwürzen. Oder sollte man vielleicht sogar nachwürzen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie es schmeckt morgen. So, jetzt mal ein Löffelchen. Hat gerade gesagt, zu wenig Marinade oder so dran. Öl und Essig, nee, ist erstmal richtig. Ich kann morgen noch ein bisschen dabei tun. Dann kommt jetzt auch noch der Lauch. Porree drunter. Da ist zwar schon eine Zwiebel drin und der Porree gibt jetzt auch noch so ein bisschen, ja, wie Zwiebelgeschmack ab. Aber ich liebe Zwiebel, ne? So, jetzt müssen wir noch mal probieren hier. Ein Stückchen Porree hätte ich jetzt gerne dabei. Porree, Apfel, alles dabei. Für den ersten Moment gar nicht schlecht. Wie gesagt, morgen noch mal was nachwürzen. Weil der Porree hat jetzt noch gar keinen Geschmack angenommen. Das müsste morgen mal besser werden. Und da ist morgen noch ein bisschen Essigöl, Pfeffer, Salz dabei. Ne? So ist es. So, Deckel ist drauf. Der kommt jetzt in den Kühlschrank bis morgen. Und ich muss sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Madet Jod, schwenkt der Hut. Bis demnächst. Ne? Prost.